bin ja so ein Typ, der sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und leider ist er nun dann doch gestorben. Trainiert bis heute, bis gestern. Aber ja, muss trotzdem absagen aus gesundheitlichen Gründen. Also wer mich kennt, wird natürlich wissen, dass ich jede Chance, den Strohhalm nehmen werde. Aber es ging ja für mich in erster Linie bei meinem Comeback nicht darum, hier Olympia zu sehen, London. Und das war ja von den Medien leider Gottes dann immer der beste Satz noch, mit dem sie ihre Schlagzeilen verkauft haben. Für mich war es wichtig, es war ein Eigenexperiment, zu sehen, wie schnell kann ich wieder wie fit werden. Und das ist eigentlich gut gelungen. Also ich kann sagen, ich bin so fit wie nie, eigentlich fitter als 2003, 2004. Visionen habe ich ganz andere noch. Also Sport ist nicht das Einzige, was mein Leben in der letzten Zeit und in den letzten Jahren begleitet hat. Also insofern sind da einige Dinge, die mir schon auch noch projektmäßig am Herzen liegen und die wichtig sind. Zweites Buch schreiben, ein Fotobuch machen, ach, das sind so viele Sachen. Der Sport ist wirklich immer nur ein Teil meines Lebens gewesen. Und ja, sollte der nun so nicht funktionieren, habe ich keine Minute verschenkt. Dieser Wiedereinstieg und das Training, was ich damit aufgenommen habe, das war also auf keinen Fall umsonst, also ganz und gar nicht. Also was die Sportvisionen angeht, man wird mich vom Wasser nicht runterkriegen. Ich werde da immer irgendwo zu finden sein, egal in welcher Geschwindigkeit, ob im Wanderpaddeln oder beim Seekajakfahren oder bei was auch immer. Den Platz in meinem Boot habe ich sicher.